und willkommen zurück hier Skylanders. Wir werden jetzt erstmal gucken, wer ist denn das überhaupt? Ich habe nichts für dich. Aurig. Aber komm später nochmal vorbei. Du hast nichts für uns, aber stehst hier rum. So, wir wollen ja... Also wir haben ja im letzten Part haben wir die ewige Lichtquelle gefunden. Und haben angefangen, das Portal hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das denn noch gleich? Das habe ich vergessen. Vielleicht fällt es mir ja im Laufe der Zeit wieder ein. Auf jeden Fall bauen wir ja diese Maschine wieder neu auf. Und dafür brauchen wir ja die ewige Lichtquelle, die wir im letzten Part gefunden haben. Dann hat uns der freundliche... Dieser Gilman braucht deine Hilfe. Vielleicht kannst du seine Zelle öffnen. ...gesagt, wir sollen zum Hafen gehen und jetzt sagt er uns auch, was wir genau tun sollen. Oh, der sieht so aus wie mein Wasserskalender hier. So. Vielleicht könnten wir Spyro... Oh, was haben wir denn da? Da ist auch was Schönes. Ich rieche, du hast einen Flügelsaphir. Das ist ein fröhlicher Edelstein. Kann mit mehr Kräften für weniger Gold tanzen. Glücksparty! Noch mehr Flügelsaphire an diesem fröhlichen Ort! Du kannst 10 ihrer geheimen Lagerstätten finden. Flügelsaphire sagen gern Hallo, wenn sie Feen treffen. Je mehr von ihnen das sagen, desto weniger Gold brauche ich vom Skylander für den fröhlichen Tanz. Aha, ja. Also 1 von 10 Upgrades, damit es billiger wird, das abzugraden. Nächstes können wir Spyro nochmal upgraden. Mal gucken, was Spyro lernen kann. Langstreckenbrand. Feuerkugelangriffe reichen weiter. Spyro Flug. Drücke Taste Y ist es, glaube ich. Beim Fliegen sind Tempo und Rüstung gesteigert. Spyros Erdklopfer. Der ist teuer und können wir uns nicht leisten. Aha. Wir sind in den Katakomben, ist der. Haben wir da noch gar nicht. Den Tau brauchen wir sehr schon aus dem Kriegen Katakomben. Ja, siehst du, da steht sogar, wo man die findet. Brauchen wir Fliegen? Das reicht leider nicht aus. Weil nehmen wir erstmal den längeren Feuerangriff. Fliegen ist natürlich auch so eine Sache, wenn. Aber es ist aber laut. Wenn Spyro fliegen kann, dann kann er halt über Wasser fliegen. Und braucht nicht unbedingt. Man braucht nicht unbedingt wechseln zu einem Wasserskylander. So, dann gehen wir doch mal in den Hafen gucken. Falls du mich fressen willst, solltest du wissen, dass ich salzig bin und unheimlich viel Cholesterin habe. Falls du mich fressen, ich bin auch salzig und fett. Na toll. Hol mich endlich jemand hier raus. Hol Milch und ich jammer nach Hause. Eieiei. Ich musste mit anhören, wie sich das Monster Rezepte ausgedacht hat. Mit mir als Hauptzutat. Brr, das ist schrecklich. Hilfe? Bitte, guck mal ins Schloss hinein, ob du die Stifte bewegen kannst. Ja, da gucken wir gleich mal rein. Wo ist er nochmal um? Hier ist nichts. Also ein Wasserskelett könnte jetzt auch im Wasser schwimmen. Ist auch nichts und da kommen wir noch nicht weiter. Na gut. Ich bin hier eingesperrt und der kleine Kobold lässt mich nicht raus. Schau mal, ob du das Schloss knacken kannst. Na gut. Willkommen beim Schlösserrätsel. Dreh das Schloss. Dreh den Schlossmeister, um alle Schlösser aufzulösen.
Schau ins Schloss hinein. Heiliger Karpfen, war das knapp. Ich habe dich hier gesucht, Skylander, bin aber in dem Käfig gelandet und wäre beinahe zu Fischsuppe geworden. Du hast doch keine Schafe dabei, oder, Meister Fisch? Er mit seinen Schafen immer. Gesundheit. Nein, mein Name ist Gurglefin. Ich bin ein Gillman, kein Fisch. Und wo sollte ich denn ein Schaf verstecken? Ich trage ja keine Hose. Oh, klar. Ich verstehe. Ich habe dich gesucht, Skylander. Ich komme von einer nahegelegenen Insel. Die Trolle haben sie eingenommen und meine Artgenossen versklavt. Bitte hilf uns. Trolle. Sehr gefährlich. Nicht so sehr wie Schafe, aber immerhin. Du solltest ihnen helfen. Sie sitzen offensichtlich bis über die Kiemen im Schlamassel. Oh, Entschuldigung. Oh, du kommst ein Schiff an. Pass bloß auf, Maulwurf. Super. Ich wusste, dass du in Ordnung bist. Bist du bereit, zur Öllacheninsel aufzubrechen? Nein. Ist gut. Verstehe. Ich soll hier Wasser treten. Ich bin abgehakt. Du hast mich an der Angel. Ich kenne viele solche Sprüche. Ich werde hier sein, falls du deine Meinung änderst, Landratte. Ja, das ist sehr gut. Nur da das nächste Level wahrscheinlich auch wieder viel zu lang ist, werde ich das jetzt nicht machen. Und lieber noch eine Runde. Eine Herausforderung starten. Mal ihn mit ihm sprechen. Hallo Chef, hast du den Fischmann schon getroffen? Wenn nicht, geh vielleicht mal runter zum Strand. Ich habe gehört, er wartet auf dich. Willst du mit dem besten Piloten der Skylands eine Ballonfahrt machen? Also, mit mir eben? Wir können natürlich auch noch... Wir machen einfach mal eine Ballonfahrt. Und gucken uns... Auf in die ungezähmte blaue Unendlichkeit. Die Insel an. Wie weit ist es wohl bis dahin? Ziemlich aufregend, oder? Ich meine, dass du mit mir fliegst. Wenn du luftkrank bist, so dreh dich bitte einfach weg von mir. Ha, sieh mal das Boot da unten. Wer benutzt denn noch Boote? Ach, da ist das. Luftschiffe sind angesagt. Mit diesem Ballon kommt man nicht nur überall hin, sondern man kommt auch total gut bei den Damen an. Boom! Das ist die Kette der Kraft. Ohne sie würde die Insel zu einem anderen... irgendwohin schwimmen. Also reden wir weiter über mich. Ich weiß immer noch nicht, was das da unten ist. Das hat angeblich eine antike Zivilisation zurückgelassen. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Was die wohl für Frauen hatten? Ich lasse die Frauen gerne im Unklaren. Sobald sie wissen, dass du noch frei bist, hast du nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Boom! Sicher mag ich Kaylee, sie ist echt okay, aber ich muss für die anderen Frauen frei bleiben. Sage das aber bloß nicht. Gleise. Noch so ein unspannendes Transportmittel. Die Züge meine ich, nicht die Gleise. Der Zug fährt auf den Gleisen und... Du verstehst, wovon ich rede, oder? Ja, da drüben ist Richtung. Die große Brücke. Die ist fast so großartig wie ich. Siehst du, wie die Inseln schwimmen? Wir nennen sie... die schwimmenden Inseln. Schlau, oder? Hugo? Ja, ein netter Kerl, aber irgendwie kein Typ für die Lüfte. Du verstehst? Ah, Kaylee. Die hat schon was. Ja, man also, sagt Kaylee. Ich bin nicht verliebt oder so. Das ist natürlich der Lichtkern. Alle machen so viel Rummel darum. Ach, der Lichtkern, so hieß das genau. Nicht, dass ich neidisch wäre oder so. Danke, dass du mit Ich Airlines geflogen bist. Du hattest heute zwar keine andere Wahl, aber es war gut, dass du mit dem Besten geflogen bist. Das war die große Brücke da hinten. Mir. Ja, sehr schön. Sehr aufschlussreich. Machen wir vielleicht irgendwann nochmal, wenn der Lichtkern ein bisschen vollständiger ist und wir noch mehr Gebiete hier freigeschaltet haben. Wir haben eigentlich doch noch Zeit... für eine kleine Herausforderung. Wir tauschen aber einfach nochmal und machen mal eine Herausforderung. Sonic Boom.
Bist du bereit für eine Heldenherausforderung? Dann muss ich dich warnen. Die sind knallhart. Genau wie ich. Willst du es mal versuchen? Yep. Super. Jeder Skylander hat eine eigene Heldenherausforderung. Aber alle Skylander können sie alle ausprobieren. Such dir eine aus und dann los. Schalte Gegner für zusätzliche Zeit aus. Die Zeit rennt dir davon. Du hast ein paar Sekunden Zeit, einen einzelnen Schlüssel in den vielen Fässern zu finden. Unmöglich, oder? Das wäre es, wenn die Gegner in diesem Verlies nicht so besonders wären. Für jeden, den du besiegst, kriegst du mehr Zeit. 3, 2, 1. Okay, also da vorne ist schon mal kein Stück. Ist ein Schlüssel. Er wäre, wir benötigen wir einen Schlüssel, ja. Schlüssel entdeckt. Das ist immer sehr schön. Die Frage fehlt da den Durchmesser. Das war noch schon. 10 Sekunden. Nein. Heldenherausforderung abgeschlossen. Sehr gut schön gemacht. Wow. Ach, wir haben vorher schon wenig geguckt. Aber du hast die Herausforderung angenommen und warst echt klasse. Genieß die zusätzliche Macht. Nein, wir wollen keinen mehr spielen und wir gucken mal, hat er es wirklich bekommen. 35. Hatte er vorher 35? Man weiß es nicht. Vielleicht... Ich hatte ihm ja einmal einen Hut aufgesetzt und wieder abgesetzt. Da kann man es nochmal nachgucken. Das werde ich gleich mal tun. Das könnt ihr auch gerne nochmal machen, indem ihr das Video anguckt. Das davor, glaube ich, war es. Und dann gucken wir mal, ob kritische Treffer da auf 30 waren. Das interessiert mich jetzt. So. Jo, viel schaffen wir jetzt auch nicht mehr. Im nächsten Part werden wir dann mal zur Öllacheninsel fahren. Wir können einmal ihm noch was beibringen. Und er könnte auch fliegen. Oh, die Babys können auch brüllen. Wir machen erstmal mehr Schaden mit dem Brüllen, glaube ich. Ist wieder ganz laut. Baby, auch sehr süß. So, an der Stelle. Falls euch das Video gefallen hat. Oh, der ist gewachsen. Ah, der kann wachsen. Sehr schön. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.